Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Da kommt der Abschluss! Exzellente Parade! Paolo Bernardo hat da eigentlich alles richtig gemacht, aber das war einfach eine Riesenaktion vom Torwart. Es gibt den ersten Eckball. Bahia mit einer guten Kontergelegenheit. Auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. So schnell geht Ball Rückeroberung. Besser kannst du das hier nicht verteidigen. Den nimmt er dankend entgegen. Ja, da stand er goldrichtig. Ein hochinteressanter Ball. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Bahia ist direkt wieder im Ballbesitz. Die Chance zum Abschluss. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Die Tür ist sperrangelweit offen. Klasse durchgesteckt. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Tor für Kroatien! Das erste Tor macht Kroatien. Überfallartig dieser Konter. Die gegnerische Abwehr praktisch vom Rasen gefegt. Das sind genau die Situationen, die sie im Spiel immer wieder suchen. Balleroberung und dann geht die Post ab in die andere Richtung. Konterfußball vom Allerfeinsten. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Sie versuchen es mit schnellen und scharfen Pässen. Tempo-Gegenstoß. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Ein schwacher Pass. Ein guter Ball und sie sind durch. Und der Assistent hat die Abseitsstellung gesehen. Paolo Bernardo. Der Ball kommt ins Zentrum. Und es gibt Ecke. Sie bekommen ihre zweite Ecke. Der Gegner hat noch keine Ecke getreten. Kurze Ecke. Und ein Schuss. Eckball Nummer 3. Das gegnerische Team hat noch keinen Eckball bekommen. Um neu aufzubauen, geht es erstmal hinten rum.
Okay, das sieht viel... Ordentliche Chance! Und er wirft sich dazwischen. Da hat er schnell reagiert und das war richtig wichtig. Die vierte Ecke. Null Ecken stehen auf der anderen Seite zu Buche. Erstmal raus damit. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Die lassen da aber auch gar nichts durch. Jetzt ist Übersicht gefragt. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Sosa. Ist das ein langer Ball? Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Schon läuft der Gegenangriff. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Hier ist Petkovic. Gefährlich! Das sieht gut aus! Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Two added minutes has been indicated. Und volle! Ah, da wird er ein bisschen enttäuscht sein. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden können. Der Pfiff des Schiris und nun ist Halbzeit. Was sagst du zur ersten Hälfte, Hansi? Ich glaube, der Trainer wird Ihnen in der nächsten Woche mal im kleinen Fußball-ABC ein Wort zeigen unter K, Konteranfälligkeit. So, beide Mannschaften gehen in die Kabinen. Wir haben einen Treffer gesehen. Ausgang hier noch völlig ungewiss. Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. Alles ist wieder bereit. Sie wären ganz schlecht beraten, sich zu sagen, wir liegen vorne und das wollen wir jetzt verteidigen. Das ist auch gar nicht Ihr Spiel. Sie müssen weiter attackieren. Levaya. Das Team versucht, mit Kombinationen da durchzukommen. Ja, guter Ball. Der Reingabe in den 16er. Der wäre erstmal weg. Spiel geht weiter mit Einwurf. Nianzou spielt ihn nach vorn. Paulo Bernardo. Macht er was draus? Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Ganz simpel, einfach nach vorne. Levaya. Gutes Auge, guter Pass. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Gut gesehen, guter Laufweg. Die Schussgelegenheit. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Und er zieht ab. Und dann macht er sein Tor. Und somit der Ausgleich für Bahia. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Das können nicht viele und von dieser Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er den Körper einsetzt, den Ball abschirmt, den Treffer erzielt, das ist eine Augenweide. Wir sind auf Remiskurs.
Das ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Das sah zunächst ganz vielversprechend aus, aber am Ende heißt es dann doch stets bemüht. Der mit dem Ball tanzt. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Spielverlagerung auf die linke Seite. Und der Reingabe. Anbrennen lässt der hier nichts. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Sehr gut abgefangen. Ah, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Augen auf und ab nach vorne. Jetzt ist was möglich. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und der Konter läuft. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Ab nach vorn und hoffen. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Bahia lässt seine schnellen Spieler vorne stehen. Also für mich sieht das aus, dass sie auf Konter setzen. Definitiv setzen sie auf Konter. Sie sparen etwas Kraft für diese Gegenangriffe, aber sie stehen natürlich defensiv deutlich wackeliger. Er kann sich die Ecke aussuchen. Ja, noch gut geblockt, Eckball. Substitution on the field. Das gibt die fünfte Ecke. Das gegnerische Team hat noch keinen Eckball bekommen. Coming on the field. Number 6. Number 24. Nelson. Number 8. Substitution in progress. Tor für Kroatien. Und wieder schnappen sie sich die Führung. Und der Kerl steht richtig gehend in der Luft. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen, mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Und jetzt legen sie vor. Mal sehen, ob sich das auf ihre Spielweise auswirkt. Das späte Tor, jetzt haben sie alles selbst in der Hand. Jetzt dürfen sie nur nicht in der Konzentration nachlassen. Guter Spielaufbau mit einer ganzen Serie von präzisen Bällen. Das ist natürlich bitter. Wer weiß, ob diese Chance noch mal kommt. Einfach mal schießen. Rein in die Mitte. Raus auf die linke Bahn. Gutes Auge, guter Pass. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß.
war er voll auf der Höhe. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Der Schiedsrichter läuft nach drüben und er zeigt rot. Jetzt muss der Unparteiische hier extrem aufpassen. Es wird hektisch und hektischer. Kroatien. Jetzt nur noch zu zehnt. Substitutions taking place. Zeit für neues Personal. Irre ist der reaktionsschnell. Überragende Aktion. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Stichwort Befreiungsschlag. Brewster. Und ab die wilde Fahrt. Tolles Zuspiel und stark angenommen. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Er springt hoch. Den lässt er sich nicht entgehen. Hör mir auf. Kurz vor Ende dann doch noch der Befreiungsschlag. Dazu der Schlusspfiff. Das war's für Sie. Heute gibt es also keinen Gewinner. Ich denke, beide Trainer werden nicht unzufrieden sein. Es war doch das ein oder andere für jeden dabei. Was sagst du zum Spiel, Hansi? Am Ende ein solides Unentschieden. Nicht wirklich spektakulär. Nach dem, was wir von den beiden Mannschaften gesehen haben, geht das Ergebnis für mich absolut in Ordnung. Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertise gemacht? Herzlichen Dank dafür. Dankeschön, Marco. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times.